Ja, die Rückkehr nach Ägypten. Das klingt schon mal relativ episch. Nur wer jetzt an Ramses den Verstaubten oder diverse Mysterien denkt, den muss ich leider enttäuschen. Doch was wir in diesem Level haben, sind seltsame Katzenstatuen, die uns offensichtlich verarschen wollen. Und somit herzlich willkommen zum Recap. Die Rückkehr nach Ägypten. Mit großzügiger Verspätung kommt sie dennoch. Die Recap-Folge zum 18. Level. Es lief in letzter Zeit absolut nicht nach Plan. Und wir haben auch erkannt, dass wir strukturell einiges verändern müssen, um so etwas zu verhindern. Dazu jedoch später mehr. Das Erste, was uns auffällt, ist, dass gefühlt an jeder Ecke eine Katzenstatue steht. Was nach einer tieferen Recherche auch kein Wunder ist. Denn es handelt sich hier um eine Göttin namens Bastet. Bastet ist eine altägyptische Göttin, die mit Frieden, Freude, Fruchtbarkeit, Mutterlichkeit und dem Schutz von Frauen und Kindern assoziiert wird. Aber auch mit Musik, Tanz und Freude. Ursprünglich wurde sie als Löwengöttin verehrt, was ihre kämpferische und schützende Rolle unterstreicht. Im Laufe der Zeit entwickelte sich Bastet jedoch zu einer Katzengöttin, die für ihre Zärtlichkeit und ihr heiteres Wesen bekannt ist. Sie war auch eine Schutzgöttin des Hauses und der Familie. Über ihre Verehrung hinaus symbolisierte Bastet die Kontrolle über negative Kräfte sowie das Streben nach Harmonie und Freude im Leben. Wenn man genauer darauf achtet, sehen wir auch zum Teil identische Hieroglyphen, welche auf ihren Namen hindeuten. Somit wisst ihr nun, mit wem ihr es zu tun habt, wenn ihr das nächste Mal in Ägypten auf eine solche Statue treffen solltet. Doch kommen wir zum Level. Okay, gut. Ja. Nachdem Cloud sich extrem männlich erschrak, war uns klar, dass wir offensichtlich beobachtet werden. Im Laufe des Levels gibt es immer wieder Unterwasserpassagen, durch die wir hindurch müssen. Auch wenn die Krokos euch scheinbar ignorieren. Solltet ihr nie vergessen, dass es sich hier um richtige 31er handelt. Der ignoriert uns. Ja, mein kleiner Kutti. Bist du fein? Falls ein Kampf etwas heikel wird, könnte euch der Grönemeyer-Style weiterhelfen, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Hier ein gutes Beispiel. Okay. Das solltet ihr definitiv mal ausprobieren. Und natürlich gab es auch wieder Sprünge, die total on point waren. Ja, das war eine sehr gute Idee. Nee, das ist auch nicht besser. Nein, wieso springe ich denn rück? Aber auch andere lustige Szenen. Natürlich auf meinen Nacken. Ich bin noch am Überlegen, ob ich das so... Nein! Sag mal, ich war doch nach vorne gedrückt. Ich bin nach hier. Nicht mit Onkel Lara. Nicht mit Onkel Lara. Tja, wie ihr seht, ist alles beim Alten. Kommen wir zur Auflösung der letzten Rätselfrage. Wir wollten von euch wissen, wie mein Vater mit richtigen Namen heißt. Die Hälfte von euch hatte recht. Glückwunsch. Das gibt ein Küsschen aufs Nüsschen, wenn ich euch irgendwann mal treffen sollte. Mal schauen, wie ihr bei der nächsten Frage abschneidet. Sagt mir, welche von den folgenden Schulen habe ich nicht besucht? Das ist gar nicht mal so einfach, was? Und denkt daran,
Ich sehe euch. Wer jetzt Google zur Hilfe nimmt, ist ein vollkommener verkackter Loser und bekommt meinen Absatz ins Maul bei der nächsten Begegnung. Also lasst es lieber.